der Petar Pusic wird richtig Goal bringen. Der Ball ist frei, kommt hoch rein und dann steigt er tatsächlich Toppers mit der Möglichkeit. Der Ball, ja! Der Ball ist drin! Sturicic! Der Knipser hat zugeschlagen, Marko Djuricin. Jawohl, und wirklich an Marko Djuricin haben wir angesehen bei diesem Goal, dass ihm ein riesen Stein vom Herzen gefallen ist. Toppers mit dem Jeffrey über rechts, der Schwedkovic springt nochmal hoch in den Strafraum rein und jetzt ist der Quadro! Jawohl! Jawohl! Das ist mein Start! Herr Gott, dann bildet der Zvetkovic direkt rein und der Kodro völlig allein. Von 7 Metern kann er noch auf den Rest hinschieben. Keine Chance zum Verteidigen oder zum Ball heben. Und das ist 2-1 in der 48. Minute. Muss das mit Freischlag nicht wieder bei einem Tessiner landet. Ja, jetzt guter Ball in die Tüfe. Suleiman Dumbia, der Kasumbia, weiss nicht, was er muss machen. Jawohl! Und das ist 3-1 bei der Runde. Genau, Kodro, wo für Toppers trifft. Ja, wir haben eigentlich noch 3 Minuten Zeit und dann fängt die Nachspielzeit an. Oh, Achtung, Andersen jetzt. Andersen als Strafe und Grenze. Zum Kodro, Kodro macht den dritten Top. Ja! 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 Also wenn ich Merli Autor wäre, ich würde so schreiben. 3 Sekunden nach dem Ausgleich kommt 4-3 für unsere Hoppers. Und dann ist es vorbei. Das ist der Sieg im Abstiegskampf. Ganz, ganz, ganz wichtige 3 Punkte für Zürcher heute in diesem Spiel gegen FC Lugano. Ah, viel Moral zeigt, auch wenn wir nach dem 2-Goal-Vorsprung wieder hat müssen zu entscheiden in Kauf nehmen. Nur wenige Augenblicke später trifft der Kodro zum dritten Mal heute zum entscheidenden 4-3 für unsere Farben.